So, und genau so ist Ducken. Und ich habe irgendwie gerade gar kein gutes Gefühl hier. Es ist irgendwie fast verdächtig ruhig. Eine große Holzkiste. Wir könnten theoretisch mal reingucken. Allerdings machen wir so natürlich Krach, ne? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber probieren wir es einfach mal aus. Ob das denn überhaupt funktioniert? Scheinbar aber nicht so. Okay, die großen Kisten, die können wir uns scheinbar schenken. Einmal ausprobiert haben, muss man es ja, behaupte ich einfach mal. So, Office. Office hinter einer sehr einladenden Tür. Okay, hier sind wir also. Ja, ich erinnere mich an diese komischen Dinger. Waren die zum Speichern da? Ich glaube schon, aber irgendwie waren wir uns da nie so sicher, wozu die gut sind. Oder war das im Nisha so, dass man da so komische Objekte hatte, die man benutzen konnte und man wusste nicht so genau, wofür die eigentlich gut sind? Ich weiß es nicht mehr so genau. So, was haben wir denn hier? Eine Schreibmaschine. Diese Schreibmaschine wurde vor dem Zweiten Weltkrieg hergestellt. Made in Germany, 1923. Ja, könnten wir uns theoretisch mit verteidigen. Ist wahrscheinlich schön schwer. Das könnte funktionieren. Was haben wir hier? Dorffleisch. Ah, gut. Müssen wir uns denn irgendwie, können wir uns damit heilen oder so? Wahrscheinlich. Ich frage mich nur gerade, ob wir irgendwie generell essen müssen, aber ich glaube mal eher nicht. Wahrscheinlich wird es zum Heilen da sein. So, ein Leuchtsignal. Mit dem Leuchtsignal, was können wir denn damit eigentlich machen? Ich würde mal vermuten, anzünden und wegwerfen oder so. Verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Wir haben leider nur ein Schloss. Oha, und ganz viele Schubladen, wo wir reingucken können. Das machen wir natürlich so gleich. Genau deswegen nämlich. Noch mehr lecker Dörrfleisch und ein bisschen Aspirin. Schmerzmittel, tatsächlich. Gut, gut, gut. Ob es jetzt Aspirin ist oder Ibu oder irgendwas, das sei mal dahingestellt. Hauptsache Drogen. Vermoderte Holzregale. Die Feuchtigkeit muss wohl von diesem Ort, von diesem dort oben Gitter stammen. Klar. Der ganze Raum schwitzt förmlich. Ah, da ist ja Tageslicht. Licht, ich vermisse es jetzt schon, unter freiem Himmel zu wandern. Gerade eben hat er sich noch beschwert. Dieser Ort setzt mir arg zu, doch selbst wenn ich das Gitter erreichen könnte, ist es tief in den Felsen eingelassen. Keine Chance, es zu lösen. Das ist genau der Optimismus, den ich mir hier wünsche. So viel Geschichte steckt in diesem Ort. Von Menschen zu Papier gebracht, das nun hier verrottet. Das ist aber einiges an Papier, möchte ich sagen. Gibt es hier wirklich so viel über diesen Ort zu schreiben? Kann sein. Wahrscheinlich Bürokratie, wisst ihr. So, ist denn hier irgendwas drin zu finden? Wahrscheinlich ganz, ganz viele Berichte einfach, die geschrieben werden mussten. Und um die ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht so wirklich schade, wenn die hier verrotten. Zugegebenermaßen. Oder vielleicht sind da ja noch ein paar Schätzchen darunter natürlich. Oh, Batterien. Die nehme ich mal mit. Ist die Taschenlampe denn irgendwie von Vorteil gegenüber den Leuchtsticks und so? Keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich noch sehen. Baxtrin. Baxtrin. Gut, dass wir ein bisschen Baxtrin gefunden haben. Ein Bild eines britischen Soldaten, wahrscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich nehme an, diese Mine wurde als eine Art Bunker benutzt. Würde auf jeden Fall die Munitionskisten erklären. Überhaupt, wenn das hier aus der Zeit stammt. Kann sein. Kleiner Schlüssel, können wir gleich mal ausprobieren. Copenhagen Post, Montag, 17. August 1930. Natürliche Psychopharmaka in der Todesmine. Forscher der Universität von Kopenhagen haben Vermutungen geäußert, dass bewusstseinsverändernde Chemikalien, die sich am Felsgestein ablagerten, die Ursache für die zahlreichen Selbstmorde in einer Mine in Grönland sein könnten. Die Universität, welche sich erst kürzlich durch eine Reihe revolutionärer auszeichnete, zeigte ein erstes Interesse an den Arbeitern der nordwestlichen Bleimine im letzten Jahr. Stein des Anstoßes war die auffällig hohe Selbstmordrate in der grönländischen Bevölkerung innerhalb der letzten 100 Jahre, die sich auf 46 Selbstmorde pro 100.000 Einwohner beläuft. Verglichen mit einem Durchschnittswert von 29 Selbstmorden pro 100.000 Einwohnern scheint dies alarmierend.
Experten diagnostizierten bei vielen der Minenarbeiter paranoide Schizophrenie im Frühstadium. Die in den Felsen abgelagerte Lysergsäure, deren halluzinogene Wirkung erst kürzlich bestätigt wurde, könnte die Ursache für das ungewöhnliche Verhalten der Arbeiter sein. Zu den Vorfällen wollten sich nur wenige Einwohner äußern. Einige der Befragten hatten jedoch ihre eigene Erklärung parat. Wesenheiten, die von den Inuit als Tourenguide bezeichnet werden und in den Bergen leben, hätten Besitz von den Arbeitern ergriffen. Oha, dann haben wir schon eine Idee, mit was wir es hier zu tun haben werden. Naja, die Universität führt derweil weitere chemische Untersuchungen durch. Weitere Ergebnisse werden demnächst erwartet. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir lutschen einfach mal ein bisschen an den Wänden hier und schieben uns einen geilen Trip und dann ist gut. Ach, hier ist ja noch mehr. 15. August 1945. Mhm. Kommandozentrale, wöchentlicher Bericht. Eine weitere unbemerkenswerte Woche in Grönland. Reguläre Schiffslieferungen mit Vorräten erhalten. Standardmäßige Notfallübungen durchgeführt. Entschuldigung. Routineüberprüfung des Rollfelds abgeschlossen. Aufgrund erhöhten Schneefalls habe ich die Wartungsmannschaft dazu aufgefordert, die Überprüfung künftig zweimal pro Woche durchzuführen. Ein Verletzter. Der verletzte Soldat soll der Zentrale in London kein Kopfzerbrechen bereiten. Während die Deutschen ihre Frontlinie um knapp 4000 Meilen vorverlegt haben, fertigten zwei meiner Männer in unserer Werkstatt Sprengsätze an und sprengten sich dabei einige Finger weg. Oh. Für diesen Vorfall übernehme ich eine Teilverantwortung. Ich hätte ihnen keinen Zugang zu der betreffenden Fachliteratur gewähren sollen, die wir in unserem Lagerraum aufbewahren und in der die Herstellung von Sprengsätzen beschrieben wird. Als Vorsichtsmaßnahme verwahre ich nun das Handbuch in einer Truhe in meinem Büro. Da werden wir wahrscheinlich gleich rankommen. Sicher verschlossen und trage den Schlüssel immer bei mir. Ja, jetzt gerade nicht scheinbar, wenn das der Schlüssel ist. Unnötig zu erwähnen, dass beide Männer ein Disziplinarverfahren erwartet. Der verletzte Soldat wurde mittlerweile für eine weitere medizinische Behandlung nach Hause geschickt. Ich kann mir nicht helfen, aber eine sinnvolle Bestrafung wäre gewesen, ihn weiterhin hier in der Einöde zu behalten. Diese Einrichtung ist derart abgelegen. Ich schätze, der Krieg könnte enden und wir würden es nicht einmal erfahren. Bestellanforderungen, Dynamit für weitere Ausgrabungen, 7 Bajonette, ein Eispickel, eine Lesebrille, ja gut. Kann sein, dass wir irgendwas brutal Wichtiges verpassen, wenn ich hier ein bisschen was überspringe, aber sonst sitzen wir hier ja noch übermorgen hier. Die Instandsetzung der Mine schreitet gut voran. Das Tragwerk wird derzeit weiter abgesichert, um vor potenzieller Beschädigung durch Bombardement geschützt zu sein. Die Freilegung der eingestürzten Bereiche dieser Mine wird ebenfalls fortgesetzt. Wir machten hierbei einen interessanten archäologischen Fund. Ein seltsames Artefakt, das im Erdreich verborgen war und von einem unserer Arbeiter entdeckt wurde. Ich werde mir das Ding heute Abend einmal genauer ansehen. Es wirkt von Menschenhand geschaffen und könnte dem Geräusch nach zu urteilen im Inneren bewegliche Teile enthalten. Das ist wahrscheinlich dieses Ding, das wir hier haben, ne? Ich werde die Frontabdeckung entfernen und überprüfen, wodurch dieser Lichtschein hervorgerufen wird, der aus dem Artefakt dringt. Unteroffizier M. Major. Okay. Ja, was machen wir zuerst? Sollen wir erstmal das Ding hier angrabbeln oder sollen wir hier mal reingucken? Ja, wir können es natürlich jetzt so nicht aufmachen, aber vielleicht so. Das scheint geklappt zu haben. Und was haben wir hier? Das große Buch der Sprengstoffe. Ah ja. Ah, ich erinnere mich dunkel. Hier haben wir das Bactrin. Müssen wir uns jetzt vielleicht nicht komplett durchlesen. Das wird, glaube ich, alle Rahmen sprengen. Aber das hier wird wahrscheinlich wichtig werden. Wir brauchen einen Faden, 10 Teile Schwarzpulver, ein Teil Bactrin, was wir schon gefunden haben, und 30 Gramm Schwarzpulver. Achso, ja, 30 Gramm Schwarzpulver reichen für knapp 0,5 Meter Lunte. Okay. Wahrscheinlich können wir uns so etwas basteln. Das werden wir noch sehen. Alles klar. Ich konnte die Kiste auch offen lassen, damit wir sehen, dass wir die schon hatten, aber ja, ist auch egal. So, und was können wir damit machen? Genau, da macht's nämlich ein Mann, ein alter Mann, der etwas Unerkennliches in den Händen hält. Er wirkt fremdartig und ist doch kein Fremder.
Obwohl ich ihn nie zuvor gesehen habe, so weiß ich doch, dass dies Howard ist, mein Vater. Ach, was zur Hölle? Was ist gerade passiert? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Das ist genau das, was ich meine. Man weiß nicht so genau, was dieses Ding mit einem macht, aber man will es trotzdem immer wieder angrabbeln. Können wir es denn nochmal angrabbeln? Ja, können wir scheinbar. Ah, okay. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Das war's jetzt aber scheinbar. Zumindest kommt nicht nochmal diese Message. Wir haben Bakstrin, wir haben Schmerzmittel, wir haben Dörrfleisch. Macht es irgendwie Sinn, das Zeug hier auf irgendeinen Quick-Access-Slot zu legen? Keine Ahnung. Wenn ich das dann drücke, dann nascht da wahrscheinlich direkt dran und das ist im Moment nicht so notwendig. Deswegen möchte ich das lieber vermeiden eigentlich. Und ich frage mich gerade, ob dieses Spiel eigentlich automatisch gespeichert hat, aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Oder es sind wirklich diese komischen Artefakte, die dafür verantwortlich sind. Keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich das nächste Mal dann, ja, werden wir zwangsläufig das nächste Mal sehen. Himmel, hier unten ist jemand. Ich kann nicht einfach herumstehen und warten. Ich muss mich verstecken. Okay. Seht ihr den? Na gut, das ist zwar beunruhigend. Herr im Himmel, nie im Leben hatte ich eine solche Angst. Ich kann jetzt noch mein Herz rasen hören. Sollte sich etwas bis auf wenige Schritte nähern, so muss ich mich dazu zwingen, wegzuschauen. Andernfalls gerate ich noch in Panik, errege Aufmerksamkeit und bin tot. Genau, man muss möglichst, ja, wegschauen dann und die Ruhe behalten. Ansonsten wird man bekloppt. Ja, also das ist beunruhigend, aber es war jetzt auch nichts völlig abgespacedes oder ungewöhnliches, was ich jetzt hier überhaupt nicht erwarten würde. Es war einfach ein Wolf oder so etwas. Ist natürlich ungewöhnlich genug wahrscheinlich, dass die sich hier in diesen Höhlen aufhalten. Aber nun gut, es war jetzt zumindest kein Tu-Guide oder wie die da heißen. Ja. Ich frage mich gerade, ob ich nochmal auf die Karte hätte gucken sollen. Aber andererseits, wir haben ja auch noch die Schilder. Wir gucken jetzt einfach mal, wo wir gleich rauskommen. Hier sind ja überall diese Schilder eigentlich. Hier zum Beispiel. Storage Room Workshop. Gehen wir mal in Richtung, weiß ich nicht, Storage Room oder sowas. Okay, hier haben wir eine Tür. Das habe ich mir notiert. Was hat er sich notiert? Ja, mit N kommt man scheinbar nicht zu Notizen. Doch mit N, warte mal, wie war das? N komme ich nur zu dem Buch, aber mit P komme ich zu den persönlichen Einträgen, alles klar. Der Eingang zu der Höhle ist eingestürzt. Es muss einen anderen Weg rausgeben. Ich habe eine verschlossene Tür in der Mitte der Mine entdeckt. Ist klar. Verschlossene Tür. Das hätte ich dir jetzt auch so sagen können, aber gut. So, da, ja, ja, Saft übrig, genau. Aber wie man die jetzt anzündet, habe ich jetzt noch nicht gecheckt. Ich kann mich auch nicht so wirklich erinnern. Vielleicht finden wir noch irgendwie ein Feuerzeug oder Streichhölzer oder sowas. Das kann sehr gut sein. Okay, dann weiter zum Storage Room. Soll ich im Schleichmodus bleiben? Na, vielleicht. Vielleicht ist das besser. So, Office, das hatten wir ja schon. Und hier, aha, Storage Room liegt da einfach mal unten auf dem Boden. Und zeigt ganz grob hier irgendwo in diese Richtung. Naja, dann mal gucken. Auch mal ab und zu einfach ein bisschen lauschen. Für irgendetwas Verdächtiges bemerken. Storage Room. Alles klar, warum ist denn hier alles runtergefallen, was auf den Storage Room, Storage Room hinweist? Gut, das scheint aber soweit zu funktionieren. Sehr gut. Sind wir denn hier einigermaßen in Sicherheit oder kann man sich da nicht so drauf verlassen? Blasses Rot. Nur einige alte Farbtöpfe, die vor langer Zeit eingetrocknet sind. Hm, scheinbar. Unter anderem blasses Rot. Gut, da geht's noch irgendwo weiter und hier haben wir noch etwas. Ein Feuerzeug, yay. Wäre dieses Feuerzeug nicht leer, hätte es richtig nützlich sein können. Ja, sehr schön. Können wir das vielleicht mit den Lampen auffüllen oder so? Keine Ahnung. So, einige Kabelrollen. Hier ist eine verschlossene Tür. Hier ist
verschlossen von der anderen Seite. Heißt das, dass dort immer noch jemand drin ist? Ich höre Flüstern. Gott sei Dank, vielleicht, ja, das habe ich mir notiert. Ja, ist eine verschlossene Tür zum Vorratsraum und ich höre seltsame Geräusche von der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist.